In dem Video zeige ich dir jetzt alles rund um einen meiner absoluten Lieblingsdrinks, den Martini. Dabei geht es darum, welche Variationen es an Martini gibt, wie man ihn am besten zubereitet und dann wirst du auch verstehen, weshalb die Variante, wie der James Bond sein Martini am liebsten trinkt, nicht unbedingt die beste ist. Und ich zeige dir natürlich, wie ich mein Martini am liebsten trinke. Es gibt eine Wermutmarke, die heißt Martini & Rossi und auf der steht immer ganz groß Martini drauf. Deswegen gehen viele davon aus, dass Martini ein Wermut ist. Er ist aber in Wahrheit ein Drink aus Gin und Wermut. Grundsätzlich gibt es jetzt mal zwei verschiedene Varianten von einem Martini. Der klassische wird aus Gin und Wermut gemacht und der andere wird aus Wodka und Wermut gemacht. Dann gibt es in der Zubereitung zwei weitere Varianten. Man kann einen Martini nämlich entweder trocken oder feucht zubereiten. Das bedeutet einerseits, ob man trockenen oder nicht ganz so trockenen Wermut hernimmt. Und es bedeutet auch, wie viel Wermut im Vergleich zu Gin oder Wodka drin ist. Je trockener ein Martini ist, desto weniger Wermut ist drin. Die letzte Variation, über die man bei einem Martini entscheiden kann, ist, mit was man ihn serviert. Und da gibt es in erster Linie zwei Klassiker. Das eine ist einfach nur eine Zitronenschale und das andere sind Oliven. Und dann gibt es noch eine ganz besondere Version von der Martini, die nennt sich Dirty Martini. Und da gibt man ein bisschen was von dem Olivenwasser mit in den Drink. Das hat dann so eine richtig angenehme, leicht salzige Note. Kommen wir jetzt zur Zubereitung. Die ist super einfach, aber man muss sie richtig machen, damit der Drink den richtigen Geschmack und vor allem auch die richtige Textur hat. Die ist nämlich bei einem Martini wirklich entscheidend. Dafür gibt man die Zutaten, die so kalt wie möglich sein sollen, in ein Behältnis und gibt da ganz viel Eis dazu. Und das rührt man jetzt so lange, bis es wirklich eiskalt ist und auch ein bisschen was von dem Eis geschmolzen ist, sodass es das Getränk ganz leicht verwässert und es nicht mehr ganz so heftig nach Alkohol schmeckt. Es ist wirklich wichtig, dass der Martini eiskalt ist, damit man den Alkohol nicht ganz so krass schmeckt. Und der Drink wird durch das Kühlen viskos und hat so eine leicht ölig, dickflüssige Textur. Dadurch hat er ein ganz angenehmes Mundgefühl. Während ich ihn rühre, probiere ich ihn und wenn ich finde, dass er nicht mehr ganz so krass nach Alkohol schmeckt und richtig kalt ist, gebe ich ihn in ein vorgekühltes Glas. Das Glas kann man entweder davor ins Gefrierfach legen oder mit Eiswürfeln runterkühlen. Und natürlich ist das beste Glas für Martini so ein klassisches Cocktailglas. James Bond bestellt sein Martini immer als Wodka-Martini, geschüttelt und nicht gerührt. Am liebsten sehr trocken und mit einer Zitronenschale garniert. Das Problem nur, wenn man Martini schüttelt und nicht rührt, ist, dass man nicht diese fantastische, viskose Textur bekommt, die ein Martini ausmacht. Der Martini wird durch Schütteln zwar trotzdem kalt, es wird aber auch Luft in ihn reingeschüttelt und die verhindert diese leicht zähe, dickflüssige Textur. Wenn man Martini schüttelt, gibt man alle Zutaten zusammen mit Eis in einen Shaker, schüttelt ihn kräftig und siebt ihn durch ein Sieb in ein Glas ab. Dass der James Bond sein Martini am liebsten als Wodka-Martini in trocken, also nur mit wenig Wermut trinkt, ist natürlich reine Geschmackssache, wird mir persönlich aber nicht so gut schmecken. Das ist nämlich einfach nur Wodka mit ein bisschen Wermut. Wie du dein Martini jetzt am besten zubereitest, liegt komplett bei dir und an deinem Geschmack. Ich werde ihn jetzt auf drei verschiedene Arten zubereiten. Einmal als klassischen Martini mit Gin und ein bisschen Wermut, dann so wie ihn der James Bond trinken würde, also ein Wodka-Martini geschüttelt und nicht gerührt und zu guter Letzt noch, so wie ich ihn gern trinke, als klassischen Martini, aber nicht ganz so trocken, also ich gebe ein bisschen mehr Wermut mit dazu und als Dirty, also ich gebe auch noch ein bisschen Olivenwasser mit rein. Ich habe meinen Gin und meinen Wodka übrigens in die Gefriertruhe gelegt, damit die richtig kalt sind. Den Wermut kann man nicht in die Gefriertruhe legen, weil der nicht so viel Alkohol hat und ansonsten gefrieren würde. Für die klassische trockene Version nehme ich Gin und Wermut im Verhältnis 6 zu 1. Die gebe ich in mein Gefäß, gebe reichlich Eis dazu und rühre das Ganze. Zwischendurch probiere ich dann mal und sobald es nicht mehr ganz so heftig nach Alkohol schmeckt und kalt genug ist, siebe ich es in ein schönes Glas. Das garniere ich mit einer Zitronenschale, die ich mit dem Schäler von der Zitrone löse und dann einmal über dem Glas auspresse und in den Drink fallen lasse. Hier könnte man jetzt je nach Geschmack entweder Gin oder Wodka nehmen und die Menge an Wermut frei bestimmen. Für den Wodka-Martini vom James Bond nehme ich mir einen Shaker, gebe da Wodka und Wermut in einem trockenen Verhältnis, also 6 zu 1 rein, befülle ihn reichlich mit Eis, schüttel das Ganze ordentlich, gebe es wieder in ein vorgekühltes Glas und garniere es mit einer Zitronenschale. Für meine dirty und nicht ganz so trockene Version gebe ich Gin und Wermut im Verhältnis 3 zu 1 in mein Gefäß und gebe außerdem noch einen Schluck Olivenwasser mit rein. Die Menge an Olivenwasser kann man natürlich auch wieder seinem eigenen Geschmack anpassen. Da gebe ich jetzt auch wieder reichlich Eis dazu und rühre es so lange, bis es mir schmeckt
und kalt genug ist. Dann gieße ich es wieder durch das Sieb in das kalte Glas. Was jetzt bei so einem Martini natürlich auch eine Riesenrolle spielt, ist, welchen Gin oder Wodka man verwendet und welchen Wermut man verwendet. Und da gibt es ja wirklich eine riesengroße Bandbreite. Ein Martini ist übrigens ein klassischer Shortdrink mit viel Alkohol. Das ist kein Drink, den man einfach so runterdrinkt, sondern es ist ein Drink, den man so beim Nippen genießt. Und das macht den auch aus. Also es ist jetzt kein Getränk, das man wie ein Bier trinkt, sondern das ist ein Drink, den man Nipper für Nipper genießt. Und dann ist er was wirklich Feines. Also überleg dir, was dir persönlich am besten schmecken könnte und probier es aus. Ein Martini schmeckt nicht jedem, aber wenn er dir schmeckt, wirst du begeistert sein.